Heute wirst du erfahren, was ein Vieleck ist und was für verschiedene Arten von Vielecken es gibt. Erstens erkläre ich dir, was für Begriffe mit den Vielecken zusammenhängen, damit du ein Vieleck richtig beschreiben kannst. Als nächstes zeige ich dir, wann ein Vieleck regelmäßig und wann es unregelmäßig ist. Am Ende wirst du noch die Möglichkeit haben, dir viele Beispiele von regelmäßigen und unregelmäßigen Vielecken anzuschauen und manche von den regelmäßigen Vielecken zu konstruieren. Auch im Alltag kann man auf viele Arten von Vielecken treffen. Ein berühmtes Vieleck ist zum Beispiel das Pentagon, also der Hauptsitz des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Grundriss dieses Gebäudes ist nämlich ein Fünfeck, also anders ausgedrückt ein Pentagon. Schaue dir jetzt die Frankreich-Karte an. Frankreich wird aufgrund seiner geografischen Form als Hexagon, also anders ausgedrückt als ein Sechseck, bezeichnet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com